Kunst liegt im Auge des Betrachters und was abstrakt klingt, ist eigentlich ganz einfach. Es kommt auf deine Technik an. Aber am Ende ist nur wichtig, was dir am besten gefällt. Also, welche Künstlerin macht es besser? Habt ihr schon mal ein Einhorn aus der Nähe gesehen? Jetzt schon! Das ist nur zur Inspiration. Wo ist mein Stift? Wie sollen wir denn malen? Du musst outside of the box denken. Ich meine die Kunstkiste. Ich mach sie weit auf. Ja, genau daran habe ich gedacht. Wow, darf ich die auch benutzen? Oh, gut. Wir sind ja schließlich beste Freunde, oder? Hier. Was soll ich denn mit Weiß? Man sieht ja gar nichts. Nicht mein Problem, oder? Oh Mann, was soll ich denn jetzt machen? Sollte ich ihr helfen? Hier! Wo kommen die denn her? Schon gut, Mädchen. Jetzt kann ich richtig loslegen. Warte, ich hab's! Ich fange mit einem super geheimen Design an. Du kannst es nicht sehen. Noch nicht. Die Farbe bleibt nicht drauf. Je mehr ich also male, desto besser kommt meine geheime Zeichnung zum Vorschein. Tada! Es ist ein Einhorn, siehst du? Aber du kannst alles Mögliche zeichnen. Die Möglichkeiten sind endlos. Stifte runter. Gefällt's dir? Es ist nah dran. Aber Ashley's. Wow! Aber wie ist das möglich? Ich habe ihr einen weißen Stift gegeben. Für die nächste Runde. Wir lieben Herzen. Und wir haben die perfekten Models. Eins, zwei, drei. Los! So hübsch. Ihm gehört mein Herz ganz klar. Das ist mein David. Dein David? Also, das ist jetzt peinlich. Nicht streiten, Mädels. Man kann das auch friedlich regeln. Hallo? Ihr lasst mir keine andere Wahl. Und puff. Nicht mehr so hübsch. Sorry, Mädels. Er gehört mir. Hat er schon immer so ausgesehen? Das habe ich mir bei ihm nur gedacht. Sein Lächeln sieht anders aus. Ich hasse es zu verurteilen. Oh, stimmt. Hey Annie, ist das David? Sehe ich gut aus? Wo? Ha, Trottel. Siehst du ihn nicht? Wo? Meine Stifte sind alle weg. Madison, hast du sie weggenommen? Also das war jetzt nicht sehr nett. Versuch jetzt mal, ihre Sachen zu stehlen. Ist Madison eingefroren? Das sind meine. Vielen Dank. Wir malen Herzen, richtig? Um ein perfektes Herz zu machen, schließe es in ein Rechteck ein und zeichne Linien mit einem Lineal drüber. Dann ziehst du geschwungene Linien im Herzen. Nimm verschiedene Farben. Umrande das Herz und mach es schön dunkel. Mach beide Seiten gleich. Verwende Weiß, um einen Glanzeffekt zu erzeugen. Mein Herz ist fertig und es ist in 3D. Und auftauen. Aber ich habe nichts gezeichnet. Das ist sehr schön, Annie. So cool. Entschuldige den Diebstahl. Für mich? Danke. Solange ich David habe. Zeit für einen weiteren Dreh. Schaut es euch an. Orange. Das ist eine Überraschungsrunde. Ich kapiere es nicht.
Nimm mich. Ich weiß. Eine Angelrute. Nee. Warte, ich hab's. Ja, Brian? Ein Auto, stimmt's? Nein, kein Auto. Es ist ein Einhorn. Oh. Aha, ich kann eins zeichnen. Ich habe eine Million davon. Das sind meine Favoriten, siehst du? Dieses Mädchen hat offiziell den Verstand verloren. Cool, oder? Okay, die Zeit läuft. Einhörner können ja nicht so schwer sein. Das Wichtigste dabei sind viele bunte Farben. Und Marker auf Plastik trocknen nicht wirklich. Wenn du sie dann noch dicht nebeneinander legst und ein bisschen Wasser drauf sprühst, verschmelzen sie ineinander. Leg dann ein Blatt Papier oben drauf. Und du bekommst einen coolen Batik-Effekt. Was auch immer du dann da drauf malst, wird super magisch aussehen. Du kannst es auch einfach in Schwarz zeichnen. Siehst du, wie es sich von den verschiedenen Farben abhebt? Toll, was? Ist die Zeit schon um? Meins ist fertig und perfekt. Das kannst du laut sagen. Ich liebe es. Was ist mit deinem Bild? Du hast nichts, Madison? Vielleicht nimmst du eins von denen hier. Nein, ich brauche keins. Okay, wie du willst. Ach, ich hasse es, sie traurig zu sehen. Hier, willst du mein Bild? Man kann nie genug Einhörner haben. Oh, wie süß. Hey, pass doch auf! Sorry, kannst du es mal lesen? Ah, ja, denke schon. Oh, das kann ich ja kaum fassen. Hey, fang! Ich krieg's nicht, es entkommt mir. Wir tauschen Notizen aus, ha? Huh? Das gehört jetzt mir. Nun wird Kevin nie erfahren, dass ich ihn liebe. Aber vielleicht ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Seht ihr dieses normale Notizbuch? Es wird gleich zu einem geheimen Nachrichtenübermittler. Keine Sorge, es gibt einen Grund für all diese Farben. Aber zuerst beklebe ich alles. Sobald das Klebeband drauf ist, kannst du die schwarze Farbe auftragen. Verwende eine Rolle oder einen Pinsel. Achte nur darauf, dass sie schön dick aufgetragen wird. Fast fertig. Sobald sie getrocknet ist, ritzt du mit einer Spitze ein, was du schreiben möchtest. In diesem Fall eine Liebesbotschaft. So hübsch. Kevin! Danke, aber wozu brauche ich das? Hä? Huh? Schau doch mal auf die Vorderseite, Dummerchen. Sie liebt mich? Na, das beruht auf Gegenseitigkeit. Mein Herz klopft wie verrückt. Hier hast du dein Notizbuch zurück. Hey! Was? Das ist nur mein Notizbuch, sehen Sie? Ich denke, das ist okay. Puh, das war knapp. Dieses Ding zu poppen ist wirklich befriedigend. Wie wär's, wenn ihr das zeichnet? Ich liebe Poppets. Okay. Jen wählt die bunte Variante. Aber ich werde noch kreativer als das. Ich leih mir den mal kurz aus. Zuerst legst du etwas Klebeband so aus. Dann machst du solche Farbkleckse. Nimm dann einen Kamm, um ein lustiges Muster zu machen. Der bringt die Farben sehr gut zusammen. Viel interessanter als Pinselstriche. Und wenn du das Tape abziehst, hast du saubere Linien. Siehst du, was ich meine? Wow, das hat wirklich funktioniert.
Kamm? Was hast du mit ihm gemacht? Das ist meiner. Sorry. Kein Respekt. Süßes Friedensangebot? Nein, glaube ich nicht. Warte mal. Okay, gib sie her. Das könnte interessant werden. Lila, mein Favorit. Du gehst an die Spitze. Damit erwecke ich es wirklich zum Leben. Und es sieht aus wie ein Puppet. Nice. Zeigt sie uns. Hier. Das ist die abgefahren. Aber Jennifer's. Wirklich spektakulär. Und die Gewinnerin? Wow, ich wusste nicht, dass es Puppetregen gibt. Was denkst du, was als nächstes kommt? Schaut mir zu. Challenge 3 hat begonnen. Das ist schwer. Sterne können schwer zu zeichnen sein. Warte, es gibt noch einen anderen Aspekt dieser Challenge. Der Hut. Warte, was sollen wir denn mit dem Hut machen? Dreht ihn auf den Kopf. Magische Kunsthände. Jetzt greift in den Hut. Du zuerst, Annie? Oh, wow. Bunte Stifte. Die sind toll. Oh, ich liebe sie. Oh, ich will auch Farbe haben. Kommt schon, bunte Stifte. Warte, das sind keine Stifte. Du hast nur eine komische Brille. Ich schätze, du hättest anfangen sollen. Ladies, bitte gib mir meinen Hut zurück. Bitte sehr, Roberta. Madison, setz die Brille auf. Ja. Was zum Teufel? Wie soll ich denn da was zeichnen? Keine Chance. Oh nee, die geht nicht mehr runter. Nee. Die Brille ist Teil deiner Challenge. Ach, na gut. Ich schätze, ich versuche mal einen Stern zu zeichnen. Oh, das ist schwer. Und das sieht wahrscheinlich schrecklich aus. Oh Mann, bin ich froh, dass ich die Brille nicht bekommen habe. Zeit, einen Stern zu zeichnen. Zuerst male ich sich über kreuzende Linien. Und dann verbinde ich sie. Einmal rundherum. Jetzt auch die übrigen Linien. Fertig. Zeit für ein bisschen Farbe. Nur ich kann sagen, das wird großartig. Malen macht so viel Spaß. Gut, dass ich nur ausmalen muss. Oh, das wird richtig gut. Fast fertig. Nur noch eine übrig. Ich hab's geschafft. Perfekt. Die Zeit ist um. Hey, jetzt kann ich die Brille abnehmen. Oh nee, schau doch mal, was ich gezeichnet habe. Das ist ja schrecklich. Madison, leg das weg. Das ist der perfekteste Stern, den ich je gezeichnet habe. Ausgezeichnete Arbeit, Annie. Ein sehr schöner Stern. Unfair. Gibt's irgendwas Besseres als einen großen Hotdog mit Ketchup? Das reicht mir schon. Ich nehme das, danke. Ja, genau, eine dicke Schicht muss drauf. Oh, ekelig. Nun, wo war ich? Es ist soweit. Komm zu Mama. Was war das? Mein Shirt. Wie konntest du das nur tun? Das war ein Unfall. Lass mich das in Ordnung bringen. Nein, nicht weinen. Ich weiß nicht. Aha. Ich bring das in Ordnung. Okay, probieren wir es mal. Siehst du, wie der Stift im Wasser ausläuft? Und hier kommt die Sprühflasche ins Spiel. Bereit? Dieses Shirt bekommt ein Makeover. Drehe es mit einer Gabel so ein. Und dann bündle es mit deinen Händen. Befestige es dann mit Gummibändern. Und besprühe es mit dem gefärbten Wasser. Nutze verschiedene Farben, um es interessant zu machen. Mache jeden Abschnitt andersfarbig. Sieht fertig aus. Und siehe da, dein fertiges Meisterwerk. Das sieht ja noch viel besser aus als vorher.
Man sieht nicht mal mehr den Ketchup-Fleck. Hab dich lieb, beste Freundin. Das war die ganze Zeit mein Plan. Wow, schau dir all diese tollen Sachen an. Dieser Schmetterling steht mir so gut. Aber warum schon aufhören? Ich meine, wozu sind Finger da, oder? Ah, du siehst echt toll aus. Und was ist mit mir? Ich habe den hier selber gemacht. Das ist schon eher ein Statement. Vielleicht zu viel. Könnte das funktionieren? Warum versuche ich es überhaupt? Warte mal. Ich hab's. Na klar. Siehst du dieses Herz? Umrande es mit deinem Klebestift. Ich habe rot gewählt. Und jetzt ausmalen. Als nächstes ist die Krone dran. Passend für eine Königin, schätze ich. Oh, wie niedlich diese Blume doch ist. Du kannst verschiedene Farben verwenden, wenn du willst. Jetzt die Blütenblätter ausmalen. Die Perfektion. Fragst du dich, was das wird? Das ist der Teil, der um den Finger kommt. Erinnerst du dich noch an das Herz? Gib einen Kleckskleber darauf und kleb den Ring obendrauf. Hey, du hast Schmuck gemacht. So niedlich, kaum zu glauben. 4 selbstgemachte Ringe, fantastisch. Hä? Wo hat sie die her? Zeig mal. Die sind einzigartig, oder? Darf ich denn anprobieren? Oh, der gefällt mir. Ringschwestern. Was kommt jetzt? Oh, das ist so niedlich. Oh. Schau dir mal das Kunstzubehör an. Das ist so cool. Guck. Ich hab das Gleiche. Warte, wir müssen erst drehen. Und? Es ist blau. Das bedeutet... keine Hände? Wie soll das denn gehen? Wir müssen es versuchen. Pinsel bereit? Keine Hände. Ich habe eine Idee. Ich nehme alle Farben. Immerhin ist es ein Einhorn. Der Zauber kann beginnen. Am Anfang sieht's vielleicht komisch aus. Aber man muss nur dem Fluss folgen. Mein Kiefer wird langsam müde. Keine Hände, kein Problem. Oh, das ist nicht das, was ich wollte. Die Farben sehen wie Schlamm aus. Was ist mit deinem? Ich versuche etwas anderes. Dieses Ding ist schwer zu kontrollieren. Puh, okay, mach weiter. Wer braucht schon ein Fitnessstudio, wenn man so trainieren kann? Das läuft ziemlich gut. Schau dir mal diese Linien an. Ich hab's geschafft! Und das Ergebnis? Wahrlich fabelhaft, siehst du? Es ist wunderschön. Regenbogengeil. Das stellt mein Einhorn in den Schatten. Diese Runde habe ich definitiv gewonnen. Das ist mein liebster Unterricht des Tages. Ich spüre große Picasso-Vibes. Wow, Jennifer ist so gut. Mein Einhorn sieht total lahm aus. Woher weiß sie denn, wie das geht? Es sieht aus, als ob es gleich von der Seite springt. Hier im Gegensatz zu meinem. Die strotzt nur so vor Talent. Vielleicht liegt es an dem künstlerischen Outfit, das sie trägt. Ich kann das auch. Siehst du? Na, wie sehe ich aus? Werde ich besser? Ja, das ist wohl nein. Mann, die beansprucht die ganze künstlerische Magie für sich. Ich kann auch beide Hände benutzen, weißt du? Die Party kann beginnen. Och, warum ist es denn so schwer, innerhalb der Linien zu bleiben? Oh, das bringt nichts. Ich kann das nicht. Ich bin fertig. Es sei denn...
Schau dir diese Stifte an. Die Farben verschmelzen miteinander. Jetzt weiß ich, was zu tun ist. Wenn du zweifarbige Stifte nimmst und die Spitzen zusammenbringst, mischen sich die Farben. Schau, wie es mit dem Blau verschmilzt. Welche Farbe wird das wohl werden? Zeit, das Ding zu testen. Schau dir diese gemischten Farben an. Oh, ich brauche nur einen Stift dazu. Boah, das Orange sieht gut aus. Wer ist jetzt die talentierte Künstlerin, Leute? Hast du sowas schon mal gesehen? Fertig. Schau dir dieses Baby an. Wow, das ist wirklich einzigartig. Ja, ich weiß. Danke. Alles klar. Zeit zum Zeichnen. Die Haarspangen sind an ihrem Platz und jetzt sehe ich süß aus. Stehen die Locken mir wirklich? Vielleicht probiere ich was anderes aus. Ich benutze einfach meine Kraft und erwärme meine Finger. Voila, glatte Strähne. Eigentlich finde ich, dass Locken süßer sind. Gut, dass es für mich wegen meiner Kraft so einfach ist. Ich wickle mir einfach die Haare um die Finger und erwärme sie. Fertig, und die Locken sind wieder da. Das ist definitiv die richtige Wahl. Was noch? Schmuck natürlich. Ich werde einfach meine Kraft benutzen. Was für ein perfektes Armband. Das sieht toll aus. Okay, das Handgelenk ist geschmückt. Was jetzt? Zeit für eine passende Halskette. Das hat nicht geklappt. Ich probiere es nochmal. Mann, wieder nicht funktioniert. Komm, feuriger Finger, mach was. Immer noch nichts. Oh, das ist frustrierend. Ich muss mich beruhigen und die Halskette finden. Mal sehen. Was ist denn das da auf der Couch? Das ist eine Kette. Kate, du sitzt auf meiner Halskette. Kate! Oh, sorry. Ich wusste nicht, dass sie da liegt. Kein Wunder, dass ich sie nicht herbeizaubern konnte. Sie ist total zertrümmert. Aber ich kann das nicht glauben. Das ist meine Lieblingshalskette. Gib mir die Kreide. Ich werde es dir zeigen. Warte eine Sekunde. Das bringt mich auf eine Idee. Ich denke, ich kann meine Halskette reparieren. Okay, hier ist meine Halskette und ich habe die Kreide und ein Messer. Ich werde das Messer benutzen, um etwas Kreide abzuschaben. Schau dir all diese kleinen Kreidelocken an. Die sind irgendwie süß. Okay, ich habe Rot, Gelb und Orange benutzt und die Halskette gefüllt. Jetzt brauche ich ein Backblech. Und in den Ofen Halskette. Schau, die Wachskreide ist geschmolzen. Jetzt noch diese hübsche Kugel, um die Halskette zu vollenden. Na, das passt perfekt. Ja, die steht mir unglaublich gut. Die sieht so feurig aus. Das passt definitiv zu meinem Outfit. Kann ich mal sehen? Nein, du kannst sie nicht sehen. Wow, nimm eine Beruhigungspille, Eva. Schere, Stein, Papier. Schau mal. Es ist ein Poppet. Und der Haken? Keine Ahnung, was dieses Symbol bedeutet. Aber ich glaube, wir tauschen die Bilder. Und unser Zubehör? Warte, da kommt es. Ziemlich cool, oder? Ja, denke schon. Aber mir fehlt mein Nudelholz. Das ist nicht besonders fair. Läuft die Zeit schon wieder ab? Dann legen wir mal los, okay? Ich fange an, das zu bemalen. Das mit den Punkten dauert eine Weile. So ein Mist. Aber wenigstens habe ich das hier. Für mich sehen sie aus wie Punkte. Das ist gar nicht so schlecht. Cool. Wie läuft's bei dir? Schau dir das mal an. Jetzt muss ich nur... Zeit zum Tauschen! Wir machen mit dem weiter, was die andere hat. Eva, gib her! Du hast gar nichts gemalt. Also... Na klar, Nasen können auch malen, oder? Die ist wie ein Stempel. Und die Punkte sind perfekt. Wow, das klappt ja prima. Wer hätte gedacht, dass Nasen so vielseitig sind? Sieht das nicht toll aus?
Oh, das sieht interessant aus. Nicht so wie meins. Ich kann einfach nicht gewinnen. Hey, wie läuft's? Guck mal, was ich hier habe. Nicht dein Ernst, wann hast du das denn geholt? Gerade heute Morgen. Es ist lila und alles. Wow, ich bin ziemlich neidisch. Ich hätte auch gern ein neues hübsches Handy. Moment mal. Ich brauche gar kein neues Handy. Ich habe eine schöne Hülle. Hüllen, um genau zu sein. Ich habe mehr als eine. Okay, das ist schon mal was. Naja, und ich glaube, ich habe sogar noch mehr. Ich liebe diese neue Farbe total. Na, dann schau dir mal meine farbigen Hüllen an. Die sind cool, aber nicht cooler als mein lila Handy. Was? Okay, du lässt mir keine andere Wahl. Wovon redest du? So sei es! Alle meine Hüllen! Wow! Das sind echt viele! Da, siehst du? Hüllen sind auch richtig schön. Wow, ich bin echt beeindruckt. Jetzt bin ich fast etwas genervt von meinem neuen Handy. Oh, ich habe eine richtig geniale Idee. Ich nehme diesen Strohhalm und schließe das Ende mit einem Glätteisen. So, und jetzt zum nächsten Teil. Mit dieser kleinen Spritze fülle ich farbiges Wasser in den Strohhalm. Perfekt, genau so und mit ein bisschen Luft drin. Und jetzt versiegle ich auch dieses Ende. Dann brauche ich nur noch diese durchsichtige Handyhülle. Ich bedecke sie mit Kleber vom Klebestift. Gut, jetzt noch den Strohhalm aufkleben. Ich habe ein paar mit verschiedenen Farben gemacht. Sie passen perfekt auf die Hülle. Das sieht toll aus. Schau dir meine neue Hülle an. Sie hat Blasen, die sich bewegen. Wow, sowas habe ich echt noch nie gesehen. Meine bunte Handyhülle und ich verschwinden dann mal. Oh Mann, jetzt bin ich wieder neidisch. Willst du was? Willst du das? Hä? Willst du diesen Snack? Hab dich! Und den Snack jetzt auch. Nun, schön für dich. Hier habe ich noch etwas mehr. Bereit? Fang! Oh Mann, ich habe keinen einzigen gefangen. Hier, schau mal, ob du den auf der Nase balancieren kannst. Okay, schau, es klappt. Noch ein paar mehr. Ich versuche, sie noch höher zu stapeln. Ah, die Glocke. Mist, was für ein Chaos. Überall liegen Snacks herum. Das erfordert etwas Einhornmagie. Los geht's. Ja, das Müsli löst sich auf. Oh, du setzt deine Magie ganz wunderbar ein. Die Lehrerin kommt. Wir sind genau rechtzeitig fertig. Ihr zwei seht aus, als führt ihr was im Schilde. Oh nein, da liegt noch eins auf meinem Handy. Hat sie es gesehen? Juh, sie war abgelenkt. Moment mal, ich habe eine tolle Idee. Okay, ich habe das Müsli und gebe etwas Glasur obendrauf. Ich zeichne einfach einen Kreis. Fertig, sieht aus wie ein Donut mit Glasur. Und jetzt noch ein paar Streusel mit der Pinzette auftragen. Jetzt sieht es wirklich wie ein Donut aus. Okay, weiter geht's. Ich brauche etwas weiße Glasur. Die weiße Glasur dient als essbarer Kleber. Und jetzt klebe ich sie auf meine Handyhülle. Dann wiederhole ich das Ganze und mache viele weitere Mini-Donuts. Oh mein Gott, schau nur, wie süß. Fertig, die ganze Hülle ist bedeckt. Hey, schau mal. Was? Ich sehe nichts. Warte, es riecht echt gut. Du hast kleine Müsli-Donuts gemacht und die sind so lecker. Nicht wahr? Ich muss schon sagen, ich bin echt stolz auf mich. Wartet, wartet, ihr könnt alle einen Blick auf meine fabelhafte neue Handyhülle werfen. Ich verrate euch sogar, wie ich sie gemacht habe. Oder vielmehr, warum ich sie gemacht habe. Den benutze ich später. Geht's zum Matheunterricht da lang? Wow, nasser Boden. Oh Mann. Phew. Nein!
Oh Mann! Mein Handy! Die Hülle ist total ruiniert. Ich glaube nicht, dass das wieder abgeht. Was für ein Pech. Aber eigentlich ist das ganz cool. Nagellack kann mehr als nur Nägel lackieren. Gieß etwas ins Wasser, mach eine Zickzack-Bewegung. Und siehst du, wie es schwimmt? Tauch die Hülle dann einfach ein und dann wackle ein bisschen hin und her. Sieh dir das an, es ist auch perfekt getrocknet. Wirklich einzigartig. Und so wird's gemacht, Leute.